Bist du denn so stark, Alter? Sieht gut aus. Nee. Ah, ich sehe sogar. Herzlich willkommen zu den PS-Profis. Das ist Jean-Pierre Krämer. Und mein grauer Kollege ist Sidney Hoffmann. Mir fehlt was. Was denn? Kaffee? Meine Kappe. Geht gleich weiter. Heute haben wir was anderes. Die Sendung wird ein bisschen anders vonstatten laufen. Scheiße, wo ist die? Mütze hast du? Jetzt erkennt er mich wieder, ne? Hey, ich bin Sidney. Ja, heute suchen wir... nix. Ihr denkt immer so, oh, PS-Profis ist lustig, aber ihr verpasst das Geilste. Ja? Weil das ist gar nicht sendefähig. Das Coolste ist gar nicht sendefähig. Und jetzt, heute ist es sendefähig. Hallo. Ja, guter Einstieg. Boah, was ist das für ein krass Auto? Ja, ist das feil oder was, ey? Weißt du? Der hat ja sogar einen Fernseher. Scheiße, ich hab mein Gleichgewicht verloren. Wisst ihr eigentlich, wer das ist? Ja? Pass auf, ich mach's mal ein bisschen leichter, ja? Die Outtakes an sich bringt die ganze Serie zum Leben. Einsteigen! Ja, ja, ich warte. Ja, 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 komm, einsteigen! Komm. Und los, bitte. Warum siehst du schon in der Karre? Ja, weil ich schon drin sitze. Ach so? Ich warte die ganze Zeit auf dich. Aua! Meine! Jetzt habe ich die Klappe in der Hand. Ich habe die Klappe in der Hand, die müssen wir nochmal machen. Komisch. So, jetzt warte mal. Wie geht das jetzt hier? Das ist. Das ist eins. Das ist nicht eins. Zwei wieder. Machen wir das. Dann sind wieder zwei. Wie lange bin ich denn jetzt? Elegant in die zwei geschaltet, ne? Das ist so typisch Ruhrpott, ne? Fährst du mit deinem Kind zum Kindergarten und zum Zoo, ne? Das finde ich nur. Sei ruhig, Matthias. Matthias, hab ich doch gesagt, jetzt sei ruhig! Es ist nicht immer so in Ruhrpott. Nein, nicht immer, aber. Es ist. Die haben sie alle drauf. Die Leute aus Bayern, die mögen uns doch jetzt schon nicht mehr. Ich weiß, weil die Schale nämlich nächstes Jahr zurückkommt. So, los geht's. Seit kurzem machen wir in der Sendung immer, hallo, wir sind die PS-Profis. Das ist Sidney Hoffmann, das ist Jean-Pierre Krämer. Wo das neu kam. Oh ja. Da haben wir so einige Stunden gebraucht. Was soll mir noch mal sagen? Auf geht's, komm, ich bin in Stimmung. Das ist Sidney Hoffmann. Das ist Jean-Pierre Krämer. Wir sind die PS-Profis. Ehrlich? Ja. Aber jetzt ohne Scheiß, wir gehen jetzt weiter, Alter. Wenn ihr auch wollt, dann bewirbt euch. Also das bewirbt euch oder bewerbt euch? Und wenn wir euch auch einen suchen sollen? Dann bewirbt euch. Ja. Kack Grammatik, Alter. wie war der Text denn? So auseinandergehakt kann ich das nicht. Ich kann doch nicht arbeiten, Mann! Was haben wir gesagt? Und wenn ihr auch wollt, dass wir euch einen schicken Flitzer suchen, dann merkt euch doch einfach mal die Adresse. Musik aus, Regie. Wir sind fertig. Es gibt, glaube ich, kaum ein deutsches Format, wo die beiden Moderatoren so extrem drauf scheißen, was sie sagen. Was seid ihr eigentlich für unfähige Menschen? Hi. Ich bin's, der Sidney. Ich bin PS-Profi. Ich komme aus Dortmund. Meine Hobbys sind Schachspielen, Lesen, Klarinette spielen. Ja. Ah! Raus! Ich will mein Geld zurück. Nein! Da haben wir alles umsonst gemacht, aber. Ja! Wir lieben kein Auto! Wisst ihr eigentlich, was wir alles für euch tun? Du Klingelfahrer! Wisst ihr eigentlich, was wir alles für euch tun? Goddammit! Amen.
meine Brüder und Schwestern. Wir sind einfach nur wir. Wir sind einfach echt. Da gibt es nichts gespielt. Und viele sagen ja auch, wenn die uns kennen, bei irgendwelchen Autogrammstunden, sagen ja, ich hatte genau wie in der Sendung. Denke ich mir, wie sollen wir denn sonst sein? Also wir sind, es ist kein Unterschied zwischen Kamera an und Kamera aus. Ja, ich bin ja blöd. Ja, weil ich wäre auch viel zu blöd, mir irgendwas zu merken, was ich sagen soll. Also. Okay. Wollen wir sagen? Guck mal hier, 124 Spider. Warum nicht zeigen, wenn man es kann? Wenn man es hat. Wenn man es hat. Da bist du dann ehrlich schon. Ah. Ah. Ja, ja, genau. In Südafrika zum Beispiel fährt ganz viel Isuzu. Ja. Isuzu. Isuzu, stimmt schon. Isuzu. Ja. Das sind die Klapperkästen in Südafrika, die benutzen den Strandstall. Machen wir es nochmal. Also, ist alles ein bisschen durcheinander heute gewesen. Ja. Die Grammatik musst du schon lassen, wie sie ist. Nö. Oh. Nö. Okay. Beim Hoffmann ist das alles frei interpretierbar. Ein ne? Was, wie, wo, was? Ich? Jetzt? Kennt ihr das auch? Jetzt, wo wir Rechtslenker fahren, ne? Dass die Muskulatur gar nicht dazu ausgelegt ist, so auszusteigen. Die Koordination fehlt. Koordination oder Muskulatur? Sowohl als auch. Oh, das ist große Scheiße. Das ist echt kacke. Hier, Langscheid, Hoffmann, Deutsch, Hoffmann. Plus, ja, limitierte Geschichte ist das hier. 999 Stück. Was ganz exquisites. Wir machen jetzt hier Pause und dann machen wir gleich weiter. So machen wir das. Da haben die Redakteure aber auch schnell gelernt, dass man uns einfach auch nichts mehr vorgibt. Die saßen bestimmt im Büro zusammen. Also ich weiß, letzte Woche bei denen. Und drei Sätze klappen also, nicht. Also allein wenn du ihnen einen Satz sagst, was sie sofort wiederholen sollen. Auch die Gesichter die wir zurückwerfen. Das können die Primaten nicht. Das kann auch nicht gut heißen, diese Geschichte. Also wir fangen nochmal an. Die sind flach und dann sollen wir es auch so lassen. Ja. Ein Wort. Ja, aber das schätzt sie ja auch an uns. Ja. Dass wir auch eine gewisse Dummheit mitbringen. Also wir sind blöd. Guck. Ja, hier. Also ganz ehrlich, Opel war das jetzt. Also, ja. Hey du. Nein du. Nein du. So kommen wir. Nein. Also wir können das hier nicht auf Kommando, das geht hier nicht. Blöd. Durch und durch. Ne? Also. Da ist nicht viel zu holen. Ja. Sidi, guck mal da! Hast du schon mal meinen USB-Stick gesehen? Yoda. Schön, ne? Yoda ist mein Freund. Freund. Yoda ist mein Freund. Freund. Yoda. Freund. Planet der Affen. Das ist unser Film. Ja. Also unser SRT-8 war so, wie er sein kann nach 7 Jahren da sein, weil... Der war jetzt wirklich der war Wörter-Monopoly. Nach 100 Sendungen fast, ja, ist es nämlich so, machen wir die Sendung eigentlich schon fast alleine. Also, jetzt nicht ganz. Wir brauchen einen Redakteur hinterher noch dafür, dass er uns so gut aussehen lässt hinterher, ja. Weil wenn wir das machen würden, dann sehen wir ziemlich dämlich aus. Wenn schon noch mal ins Feld. Nein, tun wir nicht. Doch, das ist wirklich. Nein! Das Bild sieht einfach großartig aus. Nein! Und läuft? Nein! Sinne, nur 3 Meter reingehen und dann einmal auftauchen. Ey, ich gehe nicht ins Feld. Carsten! Komm, du bist PS-Profi. Jetzt geh da rein. Ey, ist ohne Scheiß! Hast du ihn gesehen? Du guckst falsch. Er ist da und nicht da. Ich wollte meine Konzentration eben nur aufbauen, einmal einen Testaussteiger machen. Okay. Ist okay. Drehdisziplin, Nicke! Sidi. Was? Es sind keine Mäuse da. Ja, ja. Klar sind Mäuse im Feld. Und jetzt ein bisschen nach da. Hast du mal im Feld Nicknack gemacht? Und jetzt bücken. Und dann? Hochkommen und Daten sagen. Was habe ich gemacht? Ja, ja, genau. Ja, gemäht hat. Und dann kam eine Maus. So, jetzt würdest du gleich den Wagen im Rückspiegel sehen. Sidney, sieht gut aus. Einmal bücken. Guck so. Ganz runter, ganz weiter. Nein! Die treiben es ja genauso wie wir.
Probier mal über den Außenspiegel links, das wäre noch cooler. Okay, haben wir, Nickel. Es ist immer lustig bei PS-Profi, wenn du sagst, wir können mal einen Bremsentest machen, siehst du, wie alles sich so hinten, die ganze Besatzung verkantet sich im Rahmen der G-Klasse. Wir bremsen jetzt. Gehört? Ich denke, ich wäre allein im Auto, mache allein die Profi. Das ist aber nicht so. Ich habe einen Haufen Vollidioten dabei. Egal. Also, im Großen und Ganzen haben wir coole Redakteure. Die sind genauso coole Hunde wie wir. Das ist keine Ahnung, ey. Was machst du eigentlich beim Fernsehen? Nur älter. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Stimmt. Das liegt daran, weil du einfach verdammt alt bist. Stimmt. Du siehst gut aus. Ja, genau. Das macht der immer. Ich weiß. Ich habe mir auch so Sachen gekauft, jetzt, so Anti-Aging und sowas habe ich mir gekauft, ohne Ende. So young and beautiful. Guck meine Unterhose raus. Ja, von hier sehe ich sie nicht. Gut, weil ich spüre den Wind, richtig. Gucken? Ja, guck mal eben. Sidi, was machst du hier? Ich bin ja in Ruhe jetzt. Ich relaxe. Ja, ich muss ja auch mal für mein Teint hier ein bisschen achten, oder? Boah, ist das geil. Kannst du mir den schenken? Du kannst ihn ja immer ausleihen. Für heute. Kannst du mir den mit nach Hause geben? Nein. Warum? Ich würde meinen Ganzkörper, also Ganzkörper. Ja, deswegen, genau. Du legst dich nämlich darauf und ich habe keinen Bock auf so einen Rap. Oh, so. Und dann so. Dann brauchen wir noch einen Tonmann. Und Tonmänner, die variieren. Ja, wir haben mal, wir haben mal den Mo. Sagen wir so, wir haben großen Verschleiß. Das liegt aber, es liegt doch schon irgendwie an uns. Moment, was jetzt? Oh, da steht der. Gestern, den Hubschrauber hat er nicht gehört, weißt du? Der Tonmo steht da, mein kleiner Waschbär. Kann doch kein Mensch schneiden. Ach, da. Ja, den Hubschrauber kann man schneiden, hast recht. Ja. Ja. Nutzt du gerade die Funktion des Kabels aus, oder was ist los? Willst du noch nicht nach Bochum laufen, oder was? Ja, unser Tonmann hat gerade keine Zeit, weil er hat nämlich Scheiße an den Schuhe. Da kommt er gerade. Aber wir machen es jetzt. Hallo Mama, ich bin heute im Fernsehen. Wir machen es jetzt nämlich alleine. Also hier. Vorne, Viano. Boah, es ist unheimlich eklig, sich doppelt zu hören. Lautstärke. Sag mal, dein Tonmann. Hör mir doch mal zu. Der hört überhaupt noch gar nichts. Mo, ja. Hörst nichts? Nee. Siehst du? Ja. Das ist so stressig. Und wie ist das so? Schwer ist das Teil hier. Ja, vor allen Dingen, eigentlich müsste man sich das umhängen, ne? Ja. So, handtaschenmäßig. Ja, so auf jeden Fall. In Köln. Wir machen das so. Nee, hast du jetzt Bock oder hast du keinen Bock mehr? Doch, doch. Was soll ich machen? Auto. Also, du musst das hier. Tu einfach so, als ob du mal reinhörst. Okay. Und dreh an den Reglern. Mach ich. Dann kriegst du auch Geld. Okay. Wir drehen hier nichts Seriöses. Mann, Mo, du machst mich so wild, ey. Behave! Das ist Mo. Das ist unser junger Helmut Kohl. Ja. Ist ein sehr attraktiver junger Mann. Er hat aber eine Freundin. Der Lenny sucht unbedingt eine Herzensdame. Sabrina oder Nadine. Ja. Ist mir wichtig. Es ist super wichtig für ihn, weil er abends, er heult sich in den Schlaf. Ihr glaubt es nicht, aber er heult sich in den Schlaf hinein. Grasiert sich die Brust. Geh gleich weiter. Ich finde, du hast Ähnlichkeit mit dem jungen Helmut Kohl. Und vor allem, du siehst so sexy aus mit deinem Kopfhörer. Jetzt sind wir aber warm, sagt er. Wir gründen jetzt den. Du brauchst jetzt nicht flüchten. Wir gründen jetzt den. Wir lieben Mo-Verein. Ja? Es gibt Vereine, die kümmern sich um Wale, um Delfine, um Moos. Um Moos. Jetzt ist er verletzt. Nee, ist er nicht. Er weint, weil er fröhlich ist. Natürlich, ich meine, in fast 100 Folgen hatten wir auch in der Regel fast 100 Kandidaten, die ein Auto besucht haben. Und ich erinnere mich an einen ganz besonders. An den BAM-Kollegen, an den Sportstudenten. Okay. Hey. 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 Es hat was Gutes. Okay. Achtfach bereift. Boom. Bam. Bam, Alter. Bam. 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 Und das kam aus heiterem Himmel. Also mal ohne Scheiß, das kam wirklich aus heiterem Himmel. Du stellst dir was vor und er ist ein ganz zurückhaltender Typ. Ganz chillig. Bam! 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 Jean-Pierre, sechs Sätzen! Bam! 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 Und dann ging's ab für den Markt. Du siehst aus wie Tupac Shakur. Also von den Haaren her. Von den Haaren? Du musst währenddessen ich hier irgendwas mache, Frank bearbeiten.
Nein, 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 nein. Mit ihm reden. Okay. Und dann gab's den Bumser. Der Bumser, der wäre cool. Der hat nur 120.000 drunter. Ja, ist doch egal. Weißt du, warum nur 120.000? Weil wir kein Geld mehr haben für Sprit. Günni, du bist doch ein realistischer Mann. Ja. Du musst die Sachen mal fokussieren. Mhm. Willst du Bums oder willst du keinen Bums? Bist du ein Typ? Bist du der Chef? Ich bin der Bumser. Ich halte zurück. Günni! Ja, Günni Bumser aus. Der Bumser auf jeden Fall. So. Und dann gab es natürlich noch das Gegenteil. Ich kann mich daran erinnern an Agro Carina. Weißt du? Boah. Das war genau Gegenteil. Ja? Die war so agro. Ich hab selten so gelacht. Hallo! Kann sich bitte jemand um mich kümmern? Ich warte die ganze Zeit. Wer bist du? Keiner kommt, ich bin Carina. Und was schreist du eigentlich hier so tief? Kannst du mir mal die Hand vielleicht geben? Okay. Hi. Hi. Kennt ihr euch vielleicht? Nein. Nee, eigentlich. Jean-Pierre, was willst du hier? Carina, ich brauche ein Auto. Ein Auto? Also vielleicht eine Frisur oder sowas, weil wir haben einen Friseur. Ich war gerade beim Friseur. Du musst auch pflanz dich hin, erzähl mir, was ein Auto du willst. Okay. Du warst gerade beim Friseur? Also, ich brauche ein Auto. Ein Auto ist schon mal genau die richtige Adresse hier. Haben wir schon mal gefunden, sowas? Wie alt bist du überhaupt? 23. Wo ist dein Führerschein? Im Auto? Unfallfrei gefahren? Ja, natürlich. Ja, fast. Ja, Gesichtskino. Was? Boah! Das war Sendung 34? Das gibt es doch nicht, Alter. Jetzt gibt's einen richtigen Insider. Jetzt gibt's wirklich einen Insider. Und zwar, damals war die Sendung gedacht, dass Sydney und ich, am Anfang waren es, glaube ich, 3 Sendungen, die geplant worden sind. Und da haben Sydney und ich eingechuckt, wo wir mit Sendung 2 fertig waren, standen da so im Büro, haben gesagt, yeah, nur noch eine Sendung, alles geil. Und jetzt machen wir Sendung 100. Sydney, bist du bereit? Ich bin bereit. Hier ist dein CRX. Krass. Ist das geil? Guck dir die Felgen an. Ja. Ihr seid die Besten, ich liebe euch. Erst haben wir nur diesen Piloten gemacht. Der wurde an Heiligabend 2009 das erste Mal ausgestrahlt. Warum weißt du sowas? Weil ich 1000 Mal sagen musste bei irgendwelchen Sachen. An Heiligabend wurde das erste Mal ausgestrahlt, 2009. Da hieß das der ganze Laden noch DSF. Und dann haben wir uns ja gedacht, das guckt ja so kein Schwein. Aber hey, dann kann man wenigstens sagen, man hat so eine Sendung mal gemacht. Hm. Das stimmt. Und das zweite Mal wurde nämlich ausgestrahlt an Silvester. Darauf die Woche. Das macht mir aber Angst. Alter. Ja, ja, das muss ich alles immer sehen. Weißt du? So, jetzt pass auf. Da denkt man sich, da guckt doch kein Schwein, da guckt doch jeder Dinner for Two. Dinner for One. Ich wusste eben, wie heißt es. Guckt jeder. Guckt doch keiner PS-Profis oder wie der neue Scheiß heißt bei DSF. Weil da guckt man andere Sachen. Aber ihr habt geguckt. Ihr habt PS-Profis geguckt, bis zum Abwinken. Und seitdem wird es immer mehr. Work it, make it, do it, makes us all the better, faster, stronger. Was machen wir denn jetzt hier? Ich würde sagen, wir machen das wie immer. Lass uns aufteilen, deswegen bin ich auch gegangen. Ach so. Ich glaube, du... So schlimm? Oh ja, das war schon tief. Ehrlich? So gut? Ja, Musik hören Sydney und ich auch sehr gerne. Wir tanzen gerne beim Check. Und wir tanzen auch sehr gerne, wenn die Kamera nicht läuft. Und wir hören Musik durch und durch. Wir erraten Musiktitel. Ja. Aber eher die neuen nicht, die alten eher. Warum hast du nur eine Maske auf? Wieso bist du nicht in Köln? Ja, dann lass es doch fahren. Ist es scharf? Ich kann nämlich gar nichts sehen. Bremsen. Ich soll bremsen, das wird schwer.
Feiertag? Ja, ja, genau. Okay. Oh, ich kacke ab. Ja, Eros Ramazzotti ist cool, ey. Stabastus, du, 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 Kassone. Ich kann das Lied nicht, aber ich mag das Lied. Stabastasi, du, 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 Kassone. Tempo de acqua. Presse de olio caima. Wo ist die Benzina? Da, 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 da. Giulia, Brevetto, made in Italia, Alfa Romeo Milano, cha 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 cha, riscaldato. Die Melodie ist so, die ist so, die zieht einen mit, ne? Genau, ist genauso wie. Sabasti, das ist du Calzone. Und er singt kein einziges Mal Calzone. Doch? Mit Sicherheit nicht. Strapasti Sony. Ich kann kein Italienisch, aber ich würde sagen, redet keiner Calzone. Spaghetti, Bikini, Calzone. Alfa Romeo. Es ist auch wie so ein Zirkus. Der Redakteur versucht immer, uns einzufangen. Besserer Vergleich ist wie Siegfried und Roy. Ja? Wir sind die Tiger und die Redakteure sind Siegfried und Roy. Heute ist irgendwas komisch. Hallo, ich bin Jean-Pierre Krämer. Ich bin PS-Profi. Heute werde ich synchronisiert von diesem Mann. Und zwar ich. Jetzt muss ich doll pipi. Ich muss voll pipi. So, weißt du was? Ja. Jetzt hab ich meinen Rücken im Arsch gemacht. Warum? Weil ich mich hier rumgebückt hab hier. Warum macht ihr nicht, dass ich das Geld holen soll? CLK 55, CLS, naja, ist dasselbe Auto. Ah, schade. Wir machen jetzt Laola-Welle für meinen Kakao, vielleicht wird er dann kalt. Eins, zwei, drei. Yeah! Alter, mein Rücken jetzt, ey. Was ist denn mit deinem Rücken? Ich hab mir jetzt den Grad verkratzt, als ich mich so rumgedreht hab. Ja, warum sagst du denn nichts? Oh. Komm her, ich dreh dich jetzt. Ah. Ich dreh dich. Ah. Ich glaub, du schaffst das. Läuft. Also, Ah, pass auf. Motormäßig läuft dann wirklich sehr gut. Warum stehen wir hier? Wir müssen da hinstellen. Oder? Nö, eigentlich nicht. Oh. Weil du bist ja hier gerade zu Ring gegangen. Aber wenn du willst, können wir rübergehen. Wir gehen rüber. Herr Hoffmann möchte hier nicht stehen. Stimmt. Bank ist auch komplett umrückt. Leg dich hin, komm. Jean-Pierre. Wir müssen weitermachen. Oh, oh. Einmal bitte ruhig stehen bleiben, Frau Schärfe. Danke. Und die Kamera läuft. Macht mit beim PS-Profi-Gewinnspiel. Das war zu überheblich. Läuft. Macht mit beim PS-Profi-Gewinnspiel. Das war gut. Und nochmal, was macht man beim Gewinnspiel? Mann? Ruft an. Nee, man gewinnt. Ach so, man gewinnt. Chop, 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 chop. MC JP? Ich bin eigentlich Rapper, ja? Und ich bin auch hier mit meinen Kollegen aus Berlin voll dicke. Und ich rede über Recyclinghof, TÜV Nord und die Ghetto-Natter. Ja, und wenn ihr mir keine Props gibt, keinen Respekt, dann kommt mein Homie Sydney, die graue Natter, und macht euch kalt. Ihr versteht das nämlich nicht. Weil ich reime den ganzen Tag von rechts nach links. Und dann, machst du dir Sorgen, weil ich Siegfried und Roy gerade genannt habe? Ja. Okay. Dieser Porsche Cayenne ist einfach nur unschlagbar. Er verbraucht 23 Liter auf 100 Kilometer. Deine Mutter ist dein Vater. Den kann man immer bringen. Hau ab mit deinem Auflieger, denn ich bin Porsche-Fahrer. In deine Fresse, Bonnie Sky. So, was machen wir jetzt? Tanz mal. Okay. Was suchst du da oben? Komm. Wir sind die PS-Profis und das ist Sidney Hoffmann. Das ist Jean-Pierre Krämer. Und wir sind wir singen hier. Agro Berlin, Motherfucker. Ah, nee, das ist Motherfucker. Das ist nicht, ne? Agro Berlin, deine Mutter ist dein Vater. Alice Schwarzer ist dein Vorbild und deswegen knutschst du auch immer. Ich kann ihn mehr. Wir drehen hier ein Musikvideo
Ich habe mir einen Posten Cayenne ausgeliehen, weil ich jetzt overfett bin. Und ich will demonstrieren, dass ich hier auf der Straße der King bin. Meine Kollegen nennen mich auch die Ghetto-Natter. Stehst du? Zup, 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 zup. Und dann immer den. So. Halt mich zurück. Halt mich doch zurück. Alter, stopp mich, ja. Pass auf, ich klatsch dich so um, ja. Ey, fuck. Du weißt nicht, wen du sprichst. Ich bin die Ghetto-Natter. Und dann musst du so. Ghetto-Natter? Wie lange willst du eigentlich an der Mütze rumfummeln, Alter? Meine Haare sind so. Es geht nicht ums Gute. Du siehst genauso aus wie sonst. Ey, ich sehe Wörter, ne? Recyclinghof. Sperrmüll, Recyclinghof, Einfahrt zum TÜV-Gelände. TÜV Nord, Recyclinghof, das ist meine Welt. ihr kennt diese Nummer mit Helene Fischer. Also nicht eine Nummer mit Helene Fischer, sondern Atemlos. Ich wurde dazu gezwungen. Sydney, magst du Helene Fischer? Du findest Helene schon ganz süß, oder? Wer ist Helene Fischer? Helene Fischer. Wer ist das? Kennst du sie nicht? Nö. Die Sängerin. Keine Ahnung. Helene, die muss ja ziemlich alt sein. Das ist die, ich hab dir auch ein Foto mal gezeigt, da meintest du, die findest du so nett. Den ganzen Dreh lang, da habe ich so ein Chevy-Van gecheckt. Ja? Durch den. So. Und dann haben wir gesagt, komm Sydney, komm, sing mit. Und das ist so ein verdammter Ohrwurm, ne? Aber da, also irgendwann mal reißt es sich mit. Ja. Atemlos. Ja. Hast du gerade atemlos gesucht? Nein. Gleich bist du atemlos, wenn ich mit dir fertig bin. Oder fehlerfrei. Fehlerfrei bin ich und du bist gleich atemlos. Atemlos. Ist echt ein Ohrwurm. Ja, was ist ein Ohrwurm? Das ist echt scheiße, ey. Das ist gut von. Wer hat das eigentlich getextet? Den will ich auch haben. Dieter Bohlen? Was heißt auch? Heißt das, dass du Helene haben willst? Nein, ich möchte auch singen. Okay. Jetzt mach doch die Scheiße aus! Und sorg dafür, dass der Kollege die Fresse hält, was Helene angeht. Carsten, jetzt hilf mir doch. Und jetzt kannst du. So, Achtung. Und jetzt. Los durch die Nacht. Ihr wollt mich alle reinreiten. Wir können jetzt hier ein anderes Thema haben, ja? Siehst du dein Reiten? Ja, Mann. Und Scheiß. Ey, es geht. Was geht, Sydney? Das ist eine 3D-Bille und wenn du ganz schnell bewegst, dann hast du so einen 3D-Effekt. Aber das ist ja, die Welt ist ja quasi 3D. Nein, Alter, so eine Scheiße, wenn du das ganz nah dran machst. Ja, aber die ist doch 3D. Ja. Ich wäre gerne Lehrer geworden. Oh ja, ich auch. Ja. Das hat eine andere Dimension. Was lachst du so, Mo? Ohne Scheiß. Was siehst du denn? Also, pass auf. Deine Augen sind ja fixiert auf deine Hand. Und du siehst ja, wie du siehst. Also 3D. So. Jetzt machst du so und verwirrst du ein bisschen deine Augen. Und dann stellen sich deine Augen irgendwie. Vielleicht ist das auch nicht normal. Aber dann hast du irgendwie eine andere Sicht, weil du schielst so leicht. Und dann denkst du dir, leck mich am Arsch. Egal. Ja. Und. Wo waren wir jetzt? Wir machen es gleich nochmal etwas kürzer. Oh, jetzt sind dir meine Augen ganz schön im Arsch, Alter. Ja, damit herzlich willkommen, ja, in Royal Sand. Ich habe den Namen vom Golfclub. Barbara. Barbaras. Ja. Ja. Santa Barbara. Profigolfer ist gar nicht so schlecht. Ja. Hast ab und zu den Rasen mitgemäht, aber. Ja. Nicht so schlecht. Was? Ich will die Wiese nicht ummetern. Ich habe eine höchst
ausgeprägte Körperhaltung. Ja, das mit After Eight, das hast du gesehen? Ich hab mir noch nachdenken, nee. Cine? Ja? Kennst du das After Eight-Spiel? Hat das aber mit Trinken zu tun, kenn ich's nicht. Jetzt müsst ihr euch das After Eight auf die Stirn legen. Ach du Schande. Und mein Mutter doch nicht so warm es ist. Mit einer Kopfbewegung schaffen, in den Mund zu bringen, ohne die Hände zu benutzen. Und wer als Erster geschafft hat? Ja, es darf natürlich nicht runterfallen. Ne? Also, okay. Langsame Bewegung. Langsam. Ist zu schnell. Das ist nicht leider. Oh, Augenbrauen Einsatz. Jetzt langsam, langsam, langsam. Oh, jetzt liegt es auf der Nase. Jetzt langsam kippen, langsam auf die Wange kippen. Aber auf die Wange, nee, nee, das geht nicht. Doch. Also, so kriegst du dir nie im Mund. Nein! Über die Wange. 15 Uhr wird scheitern. Komm, 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 komm. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, genau. Ja, kipp ihn rüber. Ja, 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 ja. Ah, Mann! Ich überlege mir wirklich, professioneller Pole-Dancer zu werden. Ne? Und, ist auf dem Weg zum Pornodarsteller gar nicht so schlecht. Ja, man kann es auch gut einbauen. Ja? Ja. Also, professioneller Pole-Dancer. I'm a super social shot, yeah. Ich habe mir jetzt überlegt, ich brauche mir im Schlafzimmer so eine Table-Dance. Pull-Dance heißt es. Pull-Dance. Pull-Dance. Eine Pull-Dance-Stange. Got my finger on the trigger. Um einfach fit zu bleiben, werde ich abends diese Stange ganz elegant hochgleiten und so runtergleiten. Und damit diese Geräusche nicht kommen, öle ich mich auch komplett ein und gleite an dieser Stange dann so runter. Es wird schwer, dich dann noch festzuhalten. Ja, ne? Ja. Aber die Profis können das. Aber wenn sie eingeölt sind, ist es ja umso geiler. In den Kniekehlen lassen die das Öl aus und dann klammern die sich genau mit ihren Kniedingern so fest an den Stangen. Und dann, ja, aber wie machen sie das, wenn die ganze Stange voll Öl ist mit der Zeit? Das ist eine gute Frage. Ich hab da auch, glaube ich, Ambitionen. Ich setze da auch sehr viel Herzblut rein. Ich wäre dann der professionelle Geldreinstecker. Es gibt nicht männliche Pole Dancer. Hast du gesehen? Ja, pass auf! Männliche Pole Dancer. Du meinst Feuerwehrmenschen oder was? Hat Google mir sogar schon direkt vorgeschlagen. Weil du schon mal gegoogelt hast. Guck mal, da gibt's richtige Kurse. Nein, ich will das nicht sehen. Oh, guck mal hier, das willst du sehen. Nein, will ich nicht. Doch, komm schon. Mein ganzes Bild ist jetzt ver. Oh. Kennt ihr Flugzeugträger? Nein. Was? Nein? Das Spiel? Ja, klar. Normalerweise geht's auf so einen Tisch und dann nimmst du Anlauf und auf einem Tisch. Ja, klar. Der ist natürlich klar. Eingeschmiert mit Öl. Na klar, ist der Tisch eingeschmiert mit Öl. Und was das habe ich auch mal auf einem glatten Boden gemacht. Da hat's einfach mich hat's einfach, ich weiß auch nicht, es ging einfach mit mir durch. Der war so glatt, der Boden bei dem Einhändler. Der war so glatt. Das ist super geil, der Boden, wirklich. Ehrlich, ohne Scheiß, du kannst. Vor allem, wenn du sagst, ey, ich muss runter, dann machst du so. Es ist nicht dreckig, siehst du? Es ist nicht dreckig. Und da habe ich mir gedacht, oh, das kann Spaß machen. Okay. Flugzeugträger habe ich gespielt. Total geil. Und dann bist du denn auf dem Boden. Aber dann habe ich einen Touchdown gehabt. Touchdown hatte ich am Anfang. Ja, klar. Ehrlich? Es gibt sogar Bildmaterial. Wir können es auch ein bisschen wilder machen, mit Haare offen, weißt du? Dann hast du ein bisschen Wind. Ja, mach mal. Ja, aber dann kommst du schon. Warte, so. Oh. Pass auf, jetzt geht's ab. War gut, ne? Dieses Spiel hat mich mitgerissen, weil es war so glatt, ne? Das war so. Ich hab grad Bilder vor Augen, kannst du mir gar nicht vorstellen. Also nicht mit der nackten Brust, das würde ja stoppen. Das wäre auch geil. Gar nicht so schlecht, oder?
Nee, geil wäre auch, wenn du wirklich so. Okay. So, jetzt machen wir weiter. So wollen wir das Opel-Aggregat aus Rüsselsheim mal anhören, ne? Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß genau. 71? 71? Was war 71? Das war ein Hagen. Weißt du noch? Wo ich den Wagen anmachen wollte und der Gang drin war. Ah, jo! Da haben wir mal getwistet wie der Cobra. Ja, wie gut die Kupplung ist. Jetzt fragt euch bestimmt, warum der Herr Krämer den Gang nicht rausgetan hat. Das liegt daran, ich dachte, ich habe es getan. Auch wieder ein Klassiker der Frauenwelt. Das war ein Frauenklassiker. Ich glaube, der Gang war noch drin, oder? Wo sind die denn los? Was machst du da für eine Kacke, Alter? Das passiert auch beim Dreh. Und ich habe mir das Spektakel mit dem Besitzer einfach mal von hinten angeguckt und so. Gedacht, was macht der denn da? Gut, vielleicht ist das eine neue Art zu testen. Ey, vor allem, wenn der. Was war's? Ja, so ein Spaß beim Dreh entsteht einfach auch da, weil du nicht kennst, halt fast 30 Jahre und hast so eine gewisse Grundbasis. Das heißt, man kann auch oft über irgendeinen Scheiß geiern, weil man auch so sich an Sachen erinnert von früher. Also da ist halt sehr viel. Ich kann das nicht beschreiben. Man braucht es ja gar nicht aussprechen. Man sieht, man hat einen Moment und man weiß, was der andere eigentlich denkt und dann kann man halt, dann fängt es schon an. Das geht noch. Das geht noch. Einmal habe ich ja doll über Sydney gelacht. Ne? Einmal nur? Sitze ich im McDonald's am Schaufenster, also quasi an der Fensterfront. Ja. Hab ich ja gesagt. Ich sitze im McDonald's am Schaufenster. Ja, ist ein Schaufenster. Was halte ich da? Auf, warte, ich abkacke. Was ist denn im Schaufenster? Ist doch so. Ich will mal vorstellen, ich sitze im Schaufenster. Ja, so ging es die ganze Zeit. Jetzt benimm dich doch mal hier. Wir haben Best-of. Wir müssen uns von der besten Seite zeigen. So. Das ist ein Best-of. Das Beste von uns. Am meisten Spaß macht mir bei der Arbeit als PS-Profi, dass du jedes Mal auf neue Menschen, auf neue Autos stößt. Also du weißt immer nicht, was passiert. Bist du schon mal Rechtslenker gefahren? Ein? Ein Rechtslenker? Ja, natürlich. Ein? Frauen können das auch immer ganz gut. Ich verstehe uns glasklar, aber es wird erstmal ein Hä? Gib mal einen Preis. Rabatt? Mhm. Das ist aber auch geil. Ja? Preis? Preis? Rabatt? Du? Ja? Nein. Gib mal einen Preis. 500. Euro? Deal. Ja, geil. Nein. Ganz komplett. 14,5. Was? Nein. Nein. Geht nicht. Was hast du gesagt? Was ist das denn, Alter? Ist das eine Strumpfhose? Ja. Hält warm. Aber riesen Kopf hast du aber, ne? Zack. Sieht doch besser aus als deine. Oh, die steht ja auch gut. Ja. Hab ich gesehen. Tschüss. Das ist geil, ne? Im Ruhrpott, hast du gehört? Musst du aufpassen, da vorne steht die Polente. Die Polente. Fangst du auch schon an mit deinem türkischen Akzent? Hast du Angst vor mir? Wir sind immer feinfühlig, verständnisvoll. Sympathisch, lach mal. Sympathisch. Kennst du das? Da wird man richtig nervös, man ist so 16 Jahre, ist erstmal verliebt. Ne? Und dann redet man mit der und sagt, ciao, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Ja, tschüss, ciao. Und dann machst du so.
Daumen ist kurz unter dem Display und du hörst noch so Habbelibla und du drückst drauf, wie nervös du dann wirst. Dann machst du so, oh, oh, oh. Hi, hast du aufgelegt gehabt? Ich hab noch was gesagt. Du hast mich überhaupt nicht lieb. Du schätzt mich überhaupt nicht. Ich hab gesagt, dass ich dich liebe. Und dann machst du so, fuck, hätte ich nicht zurückgerufen. Schönen guten Tag. Ja? Willkommen bei McDrive. Was kann ich für Sie geben, bringen? Können wir doch mal machen, wa? Ja. Herzlich willkommen bei McDrive. Was kann ich für Sie bringen? Für Sie bringen? Ja, machen wir nochmal. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei McDonald's. Was kann ich Ihnen bringen? Schon wieder bringen. Warte, ja. Nochmal. Ja. Du hast zwei Idioten, die wollen dir Geld geben für deinen großen Traum mit sieben Sitzen. Ja, Mann, zack, rum, jetzt. Verjagst sie doch nicht. Sie und ich mögen Tiere schon sehr gerne. Wir sind zwar manchmal wie kleine Mädchen, wenn die Spinnen zu nah kommen. Ja, vor allem, wenn es haarige Spinnen sind. Dann kann man quieken so ein bisschen. Aber dann kommt auch sofort wieder ein Mann raus. Also, und denkt sie, und dann. Ich hab eine Hand gehabt! Man reiche mir Tücher! Ja. Aber Tiere sind toll. Dieses dicke Ding, das wir auf dem Kopf? Nein. Oh. Warte, warte, warte. Machen? Warte, 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 warte. Nicht schnipsen. Klar schnipsen. Alter, nicht in die Richtung, ich stieg. Haha, Battlebug, Battlebug. Das ist eine Katze. Wie kam die denn da rein? Das ist die raus, ey, ich werde die nicht mitnehmen. Doch, nimm mit, Sid. Ey, jetzt hör auf, ich kann die jetzt. Oh. Ja, wie süß, aber wenn ich sie jetzt anfasse. Du weißt, dass die stirbt, wenn die hier draußen am Hof den Winter. Wenn ich die übernehme, nämlich jetzt in den Arm nehme, dann will ich sie mitnehmen. Focky, man hat halt Drehung automatisch den Mund auf. Focky, Drehung. Weil bei Maserati müsst ihr immer vorsichtig sein. Oh, was ist das hier? Guck mal, eine Spider-Man. Guck mal, oh, das ist eine gefährliche Spinne. Guck mal, siehst du die? Lass dich mal von dem beißen. Vielleicht werde ich dann auch zu Tobey Maguire. So. Focky, Focky, komm mal her. Der Bart ist wie Sydney, ne? Ja. Gleich raffelt's bei dir, Kollege. Und bei dir auch. Komm mal her, Sydney. Komm mal her, Sydney. Ja. Oh, oh, Andy. Oh, guck mal, ein Käfer. Ich fühle das so. Ey, merkst du? Warte mal. Da ist eine Hand. Nicht weiter. Nicht bewegen. Eigentlich müsste ein Hummer ja fischige Geräusche machen. Hummer. Lobster, Hummer. Fische machen in der Regel unheimlich wenig Geräusche. Oh, mehr so. Mal so Wale. Ah, das meinst du? Ja. Und auch Delfine. Machen wir einen Delfin? Nein. Einmal. Hier in Indien gibt's ja immer welche, die aus so komischen Dingen da rauskommen. Was? Hier. Das Tier. Ja, hier der Flötehans da. Ja, ja, mit dem Turban drauf und dann kommt da so eine Kobra rausgetigert. Du meinst die Natter? Das ist die Natter. Oh, Natter. Ich wollte schon immer mal so Havanna-Style-mäßig unterwegs sein, verstehst du? Ja, voll geil. Ja, so was Buntes, Minzbonbon und so. Was sagst du zu Havanna-Style? Havanna-Style gut? Wir beide checken jetzt mal den Lupo. Die sind so süß. 88er. Aus 56. Hey, hier. Leck mich am Arsch. Guck mich nicht so an, so vorher. Hab nur einen gehabt. Oder. So, was sagst du, Lupo hier nehmen oder nicht? Ah, will er nicht stören? Wollt mitkommen, oder? Ach so, jo, was ist denn los? Ich sag mal, was, verstehst du mich? Oh je, ich hab hier gar keine Ohren. Und Nasen haben die auch nicht. Was habt ihr denn eigentlich? Was ist denn hier los in Münster? In Dortmund hätte dich die Taube schon lange beschimpft. Wirklich, Tobi gesagt, verpiss dich, du Sack da! So, zum Schluss dieser Sendung. Dieser Best-of-Sendung. Dieser mal der etwas anderen 45 Minuten mit uns beiden, gibt es kein Standardende. Nee, weil wir haben nichts gesucht, haben nichts gefunden. Also wir haben auch nicht belohnt. Obwohl, belohnt werden wir trotzdem. Ich habe so einen Kohldampf, ich muss auf jeden Fall etwas essen. Mir ist das Wurst. Normalerweise gibt es ja immer Gulasch, Pizza, Nudeln. Und heute gibt es einfach alles auf einmal. Ich habe so einen Hunger. Wir fangen an mit einem Hauptgericht, mit einem Baguette oder sowas und danach, dann essen wir Kuchen oder sowas. Pfannkuchen? Auch das. Mit Nutella? Nee, mit Kirschen. Kirschen. Hey. Ich rieche hier lang.
Lass uns doch hier. Hier lang. Nein, hier lang. Nein. Hier.